تولست بقى الله وجوه يومئذ ناضرة. An jenem Tag leuchten Gesichter hell إلى ربها ناظرة. Sie schauen ihren Herrn an. Und dann kommt die Sekte. Nein, man kann Allah nicht sehen. Wie willst du den Koran genießen? Wie willst du? Die Sekte sagt ja, man kann Allah nicht sehen. Warum? Ja, wenn du sagst, Allah hat ein Gesicht, dann ist er wie ein Geschöpf und diese ganzen Einflüsterungen, anstatt dass du diese Eier genießt und wiederholst. وجوه يومئذ ناظرة. Da kommt wieder, nein, aber nicht. لربها ناظرة. يعني wie soll man den Koran so genießen? سبح اسم ربك الأعلى. Preise den Namen deines Herrn, der Höchste. Aber nicht über dem Thron. Nein, nicht über dem Thron. Wie willst du? Oder im Sujud. سبحان ربي الأعلى. Aber nein, nicht أعلى. سبحان ربي الأعلى. Aber nicht أعلى. Warum? Weil du nicht die Aqida der Sahaba folgst. Haben die Sahaba gesagt, Allah ist nicht über dem Thron? Haben die Sahaba gesagt, wir können Allah nicht sehen? Haben die Sahaba gesagt, Allah spricht nicht? Du liest, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Und Allah hat tatsächlich oder wirklich Musa angesprochen. Und dann so ganz das kleingedruckte Sektiererei. Aber nee, Allah spricht nicht. Oder, wie andere Sekten sagen, Ja, aber nicht zu diesem Zeitpunkt. Ja, Allah hat schon immer gesprochen. Er hat immer gesprochen, aber Musa hat doch nicht immer gelebt. Also was, diesem Zeitpunkt, wo Musa jetzt da am Feuer war und wer hat denn da? Der Gott, da wird man doch verrückt. Anstatt dass du einfach sagst, Allah spricht so, wie es ihm obliegt, wie es ihm gebührt, subhanahu wa ta'ala, nicht so, wie Menschen sprechen. Punkt, aus, Ende, Schluss, genießt die Ayah. Also ist die falsche Aqida ein Hindernis, dass du den Koran genießt.